ersten Tag nach den Herbstferien startete auch der Fit for Future-Lauf wieder durch. Doch anders als bisher mischten sich diesmal auch Erwachsene unter die Läufer der Erich-Kästner-Schule aus Weddel und der Pestalozzi-Schule. Gemeinsam mit den Kindern legten sie sich richtig ins Zeug beim Schulspendenlauf von United Kids Foundations. Denn selbstverständlich galt auch für sie, jede Runde zählt und erhöht die Spendensumme für die Fit for Future Bewegungs- und Ernährungsprogramme an den Grundschulen der Region. Norman Lies, Marketingleiter der Volksbank Bravo, war neugierig, wie es sich auf der Laufstrecke so anfühlt. Naja, wir sind jeden Tag hier und organisieren den Schullauf mit und da erlebt man halt, was hier für eine coole Stimmung ist und wie viel Spaß hier in der Halle ist. Und da ist, glaube ich, ganz klar, dass man irgendwie auch dabei den Wunsch entwickelt, dass man da nicht nur dabei stehen möchte, sondern auch irgendwann mal richtig mitmachen. Und ja, daraus ist die Idee entstanden und jetzt sind wir heute dabei gewesen und ja, viel Spaß gemacht. Mit den eigenen Laufeindrücken im Hinterkopf hat sich auch die Wertschätzung für die 10.000 laufenden Kinder gesteigert. Ich habe auf jeden Fall höchsten Respekt davor, vor dem, was die Kinder hier machen. Und wenn wir hören, wie viele Runden da zusammenkommen und das hier unter den Umständen, das ist super, auch in der Runde, wo es einfach um einen rum immer wuselt und viel los ist und höchsten Respekt. Ganz toll. Beeindruckt von der Ausdauer der Kinder zeigte sich auch Thomas Mehner, Mitstreiter und Pate der Pestalozzi-Schule. Er selbst absolvierte stolze 27 Runden und weiß also ganz genau, wovon er spricht. Ja, da muss man schon Respekt zollen. Also ich muss sagen, da bin ich jetzt an meinen Grenzen nach den 30 Minuten, habe mir die letzten Minuten noch herbeigesehnt und Respekt vor den Kleinen. Ich habe einige deutlich überholt und mehrfach überholt. Ich habe allerdings auch ein paar überholt, das zu meiner Ehrenrettung. Überaus bemerkenswert findet er die neben der Bewegung ebenso wichtige soziale Komponente bei diesem Gemeinschaftserlebnis für die Kinder. Was ich einmal gesehen habe, fand ich ein sehr schönes Zeichen, dass einer relativ langsam gelaufen, kam von hinten einer seiner Kollegen, hat ihn bei der Hand genommen und hat ihn einfach mal über 15, 20 Meter gezogen. Mhm. Fand ich eine sehr schöne Geste. Also es gibt auch unter den Kindern offensichtlich schon soziale Verantwortung, soziales Bewusstsein. Sehr schön. Am Ende blieb für alle ein, wenn auch anstrengendes, spannendes, erfreuliches und eben ganz besonderes Ereignis. Und genau das will der Fit for Future Lauf auch sein.